ich an diesen Abend zu Allversöhnung zurück oder doppeltem Ausgang. Unnachahmlich, sage ich Ihnen, wie er da beide Seiten beleuchtet hat und elegant miteinander verbunden hat. Das war ein wahrer Genuss. Also ja, ein echter Bibelbeweger war er und hat zum Bibelbewegen inspiriert. An was ich immer wieder denken muss, und zwar war der Steffen Kern zu einer Mitarbeiterbesprechung hier und hat eine Andacht gehalten über den Psalm 103, das war damals die Tageslosung, der Satz, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und an die Auslegung und wie er das so gemacht hat, auf seine spontane und kompetente Art, muss ich immer wieder denken. Und das bewegt mich seither auch noch wieder, dieser Satz. Tja, den Steffen, den habe ich, glaube ich, letztes Mal auf einen schönen Blick gesehen. Da hatten wir einen Bibelkolleg, er hat morgens 2 Einheiten Markus-Evangelium gemacht. Und ja, dann habe ich ihn abends wieder gesehen, wie immer im Gartensaal. Bei vielen Gesprächen mit den Teilnehmern, theologische Tiefgänge, persönliche Geschichten, aber es ging natürlich auch um VfB Stuttgart. Und es müsste so nach Mitternacht gewesen sein. Da bin ich dann ins Bett gegangen und da saß er immer noch da. Er selber ist ein ganz großer Glaubenslustmacher und hat es in toller Weise immer in unseren Sitzungen zum Beispiel gemacht, wenn er uns nochmal Zusammenhänge aufgezeigt hat oder sein theologisches Wissen eingebracht hat oder Bibelverse aus dem Stegreif ergänzt und zitiert hat. Da bin ich mir selber zum Beispiel so vorgekommen wie Maria, die zu Jesu Füßen saß und ihm einfach gerne zugehört hat.